Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie Blood Bowl. Wir sehen uns hier wieder im DBBC Qualifier für den Cyanide World Cup im letzten Jahr. Spiele haben stattgefunden April und Mai 2018. Ich kommentiere es jetzt im Juli 2019 nach. So, und ein Waldelfenmüll. Hurra! Spiel 2 von 6, genau. Das erste Spiel gegen Mazurk könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Das waren die Norse. So, heute Lou Holtz als mein Gegner. Genau, wir gucken mal. Also mein Team müsste das hier sein, richtig? Ja, wir wollen es daher sehen. Genau. Genau, die wollen zuerst angreifen, Luholz will zuerst angreifen und ich müsste den genau. So, der das Team ist. Ah, was ist das? Also, Tackle. Ach, hier sind zweimal Dodge geskillt worden. Ja, das ist eigentlich ganz klassisch. Einfach noch mehr Dodge. Weil es haben wenig Spieler Tackle, deswegen skillt man den Elfen gerne auch einfach Dodge, damit sie sich viel besser bewegen können an den Spielern und so weiter. Ja. Hier, das sieht so aus, als sollte da jetzt ein schneller Touchdown kommen. Daran merkt man eigentlich, wenn ein Spieler nicht ganz so erfahren ist. Weil erfahrene Spieler spielen meistens auf den 2:1 Point. Ja, da geht der Reroll schon raus. Dann mache ich noch drei Rerolls. Kriegt. Naja. Und beide kriegt. Na gut. Ja, wenn man so ein gratis Reroll hat. Ja, er hier steht da hinten jetzt. Komm ja hier nicht ran. Ja, den Touchdown jetzt versuchen aufzuhalten, ist halt total schlecht. Naja, ich wollte, dass der Baum nicht an meinen Spieler rankommt und schaut mal, so schön kann der Baum wieder stehen. Ja, jetzt kann er hier auch noch. Die sind alle umgeboxt worden, ohne sie zu taggen. Ich werde mit Sicherheit hier mit Tackle auf den Wardancer gehen, weil das ist eigentlich das, was entscheidend ist. Genau, hier möchte ich verhindern, dass da jemand weitergeht. Ja, genau, da. Er dahin, er stellt sich so ein bisschen in die Mitte, um auf Abfangkurs zu gehen. Jetzt müsste ich eigentlich einen hier mal nach vorne schicken. Ja, Tackle macht den Unterschied, wenn man den Wardancer anbietet. Er wird jetzt auch gefoult. Zu teuer, die Spiele. Ja, warum ich jetzt niemanden hier an dem dran habe, weiß ich nicht. Er muss auf die 3 plus mindestens. Jetzt ein Handoff auf ihn oder was ist jetzt der Plan? Warum wird der Baum nicht erst weggemacht? War ein 3 plus fangen. Jetzt kommt der Pass. 2 plus 2 plus. Ja, okay. Und das geht schon. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie haben einen Touchdown gespielt. Ja. Hätte ich besser verteidigen können. Das Fangen auch nur ein 3 plus machen können. Oder richtig zustellen. Ja. Ich sehe im Moment noch nicht so ganz, dass das ein Nachteil ist. Ja, ich darf jetzt angreifen. Ich möchte nicht den Baum angreifen, der darf da gern stehen bleiben. Ich darf einen runterstellen und meine natürlich gerne.
Warum ich den Catcher nicht nehme? Ich weiß es nicht. Wer weiß das schon? So. Ballträger in Sicherheit, sodass da keiner rankommt. Dann kann ich vorne erstmal loslegen und blocken. Ja, machen wir mal erstmal den Tackle-Block. Er steht in Touchdown-Reichweite. Das ist schon ganz gut. Zack. Ja, da kann ich sogar einen Käfig bauen hier vorne. Der steht nämlich auch in Touchdown-Reichweite. Er hier geht jetzt da drüben in Touchdown-Reichweite. Wir machen es immer genauso wie er. Da können wir nochmal blocken. Zack. Das klappt. Jetzt bin ich am Überlegen. Frage ich mich, stelle ich ihn hier für den Dreiwürfelblock hin? Mensch, ja, du. Geht doch. Ja. Der Baum, ne? Eine 1 gewonnen. Ja, das? Ich hab Mighty-Blow. Schade. Das habe ich jetzt gemacht, weil er festgewurzelt war. Aber schaut euch das an. Die Bäume, sie mögen sich. Oh, du wurzelst, ich wurzel auch. Ja, freut ihr euch auf Blood Bowl 3? Das kommt ja irgendwie jetzt nächstes Jahr raus. Ist zumindest groß angekündigt. Warum wird das kein Dreiwürfelblock? Doch, ist es. Ja, Quatsch. Stärke 5 zu 2. Genau. Ja, ich hätte da wahrscheinlich schieben genommen. Ja, jetzt kommen alle hier schön auf die Seite. Er steht dann da ganz alleine. Und schwupps wird mein Käfig gleich da sein. Wenn ich es richtig mache, mache ich das auch mit Antilieb. Ja, er wird gleich überrannt werden. Und wo steht er? Jetzt habe ich hier sogar schön die Mitte frei. Ihn brauche ich nur wegschieben. Genau. Er wird jetzt... Er wird jetzt blitzen, wollte ich sagen. Nein, wird er nicht. So, jetzt habe ich mal bestimmt ausgerechnet, wie weit ich laufen kann, um da den Ball hinzukriegen, ne? Mit Sicherheit. Jetzt passen wir auf ihn hier. Ja, passt. Der Pass passt. Haha. Da brauche ich jetzt nur das Hand aufmachen. Ach, steht da sogar schon. Herrlich. Herrlich. Der Jagul da so alles macht. Warum geht er da nicht hin? Na, kriege ich ihn da auch rein? Du musst noch an die Lied hier. Dahin. Jagul, Jagul. Hör doch mal auf mich. Ja, und da sehen wir den Jupp. Na rein, in die Mitte. Deswegen ist es jetzt ein Half-Die, weil er da drin steht. Der wird gererollt. Er kann nur schieben. Aber da das Tripball ist, geht der Ball trotzdem weg. Und ich habe Glück, er fängt ihn. Also ihr seht, man kann durchaus auch mit einem Half-Die da in die Mitte rein. Jetzt wird zugestellt aus der Hölle. Und ich habe noch 3 Rerolls R1. Aber nichtsdestotrotz, das war schon ein bisschen gefährlicher als ich dachte. Nein. Aber Half-Die habe ich halt gedacht, ja, können wir mal machen. Ey, jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Handoff hier auf den Catcher und dann da durchlaufen. Ich weiß gar nicht, was ich noch gesagt habe. Er bleibt deswegen da stehen. Hier, er kann da... Ja, er hat den Ball, jetzt muss er noch aus dem Weg gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Na gut, wenn man schon so weit vorläuft, dann wird das halt auch was.
Ja, war glücklich. Muss ich mal ein bisschen drauf aufpassen, wenn ich gegen Waldelfen spiele, dass sie dann mich dann auch nicht so umlaufen können. Schaut mal von der Richtung hier, 4, 8, mit 2 Go-Foils ist der sogar auch an der Seite. So, stehen sie wieder alle vorne. Die wollen den 14. Touchdown machen. Und Blitz. Brillantes Training. Diesmal bekomme ich meinen 4. Reroll, habe jetzt für jeden Turn einen Reroll. Naja. Er geht zu Boden, habe ich Glück, dass er... Ja. Hier wäre auch Touchdown-Reichweite, aber ich weiß gar nicht, ob er das jetzt macht. Oder ob er mir jetzt eine Seite zum Verteidigen gibt. Der Ball liegt da auf jeden Fall sehr gefährlich. Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, muss ich gestehen. Guck mal, das ist in Reichweite, wenn der Ball zu Boden fällt, kann ich den da aufnehmen und auf ihn aufpassen zum Beispiel. Also das fällt mir nicht so richtig. Ja, der zweite kann hier nicht. 2 plus ausreichen war zu viel. 3 plus hat er geschafft, 2 plus nicht mehr. Missing next game. Und der Apo sagt tot. Dementsprechend 2 Spieler in Überzahl. Ja, die hier sind alle in Touchdown-Reichweite. Ja, ist mir bewusst. Ich muss jetzt aber mal einen da hinten hin zum... Mach ich's jetzt besser? Nur wenn er... K.O. ist okay. So, und jetzt da. Ja, er ist nämlich hier der Passempfänger. Wieder keinen nach vorne geschickt. Jetzt kann er hier sich dahin positionieren und die anderen. Ach ja, genau. Ich habe ja noch hier einen Reroll, deswegen kann ich Mighty Blow gegen ihn nochmal zünden. Hat aber nicht geklappt. Na gut. Der letzte Reroll raus. Ja. 4, 5, 6, 7 schon. Deswegen hätte einer hier unten auf Abfangkurs gemusst. Ich fürchte, die Spiele sind doch nicht so ansehnlich, wie ich gedacht habe. Warum ist das nicht die letzte Aktion und ich mache ein Go for it, dass der Baum sich nicht bewegen kann? Auf ihn hier, warum nicht ein Dreiwürfelblock? Weil 2 auch reichen, oder was? Er nicht zugestellt. Oh.
Reroll hin. Gibt ja für jeden Turn ein. Ah. Und der nächste. Wo geht er noch hin? Nee, er bleibt da. Okay. Hand off. Genau. So, und jetzt bin ich gespannt. Dodgt er jetzt erst von Tackle über 3 plus 2 plus? Genau. Na dann. Er hier weg. Genau. Ist alles viel zu einfach. Der Jago. Und 3 plus Pass. Klappt. 2 plus Fang. So, schauen wir mal. 2 Züge habe ich noch. Er bringt die hier schon mal in Sicherheit. Das gibt mir aber die Möglichkeit, ganz entspannt anzugreifen. Ich kann hier jetzt schön meine Leute in Touchdown-Reichweite bringen. Da drüben auch nochmal ein. Und dann frage ich mich, wie er das verteidigen will. Machen wir es ab. Sein War Dancer ist weiterhin K.O. draußen. Ja, beim Blitz nimmt er sich sämtliche Chancen. Mal sehen. So. Noch mehr Rerolls. Ja, mehr Rerolls. 3 für 2 Turns. So will man das haben. Ja, das Erste, was passiert, ist jemand in Touchdown-Reichweite bringen. Und noch jemand in Touchdown-Reichweite bringen. So. Noch jemand in Touchdown-Reichweite bringen. So, jetzt kann der erste Block kommen. Zack. Weil bisher, der Ball liegt gut. Bringen wir noch mal jemanden in Touchdown-Reichweite. Noch jemanden. Ihn nicht. Noch jemand in Touchdown-Reichweite. Jetzt gucken wir mal, was der Ball so macht. Den heben wir nicht auf, aber wir haben ja Rerolls geschenkt bekommen. Und Doppel-1. Und das Lustige ist, dass der junge Herr hier, schaut mal, in Reichweite ist. Was gibt's jetzt? Space, Space, Space. Space, Space, Space. Also wenn er hier nicht durchdodgen kann, echt Glück. Aber den würde ich jetzt ganz kackendreist hier draufstellen. Das sind 3 plus, 2 plus, 3 plus. 3 plus. Pass auf für den Pickup. Klingt gar nicht so schwer, ne? Ist quasi wie Menschenspiel. Na, er blitzt ihn sogar weg da hinten. Da habe ich richtig Glück. Richtig, richtig Glück. Da geht das Ausweichen schief. Zack. Jetzt kann er den Ball aufnehmen. Auf ihn hier passen. Dann ja fast nach vorne schmeißen kann. Ja, da war der Handoff und zack. Touchdown.
man so viele Leute in Überzahl hat, dann kann man einen Touchdown. So, 2:2 zur Halbzeit. So richtig glücklich bin ich darüber nicht, muss ich gestehen. Naja, mal sehen. Echt einige Sachen nicht ganz so schön gespielt. Und der nächste Rüstungsbruch auf meiner Seite klappt das. Ja, diesmal er. Jetzt kann wieder er blitzen. Psst, das ist ein Täuschungsmanöver. Diesmal blockt auch erst der Baum. Hervorragend. Nicht nach, oder? Ja, genau. Und das liegt halt daran, dass der Baum sich nicht dahin bewegen soll. Ja, das hat schon mal gut geklappt. Machen wir jetzt den Pass auch noch. Ich hätte den Pass machen können und mit ihm dahin laufen können, ne? Wäre auch einigermaßen sicher gewesen. Außer, dass hier so ein Stripballer da mal eben reinhüpfen kann. Ja, 4 seiner Leute stehen jetzt da drüben. Ist doch eigentlich sogar ganz gut. Ja. Bringt ihn zu Boden, das Pau ist ihm hold. Ja, und jetzt an der Stelle, der Touchdown ist doch schon wieder zu einfach. Die Mitte ist frei. Hier drüben kann ich mich sogar frei blocken, wenn ich das möchte. Da, zack. Ja, den nehme ich sogar den da vorne, den Catcher. Wenn ich da stehen geblieben wäre, hätte ich mit ihm sogar auch noch einen Block gehabt. Jetzt kann er da raus. Und da rennt er raus. Macht er einen Touchdown? Nein, er will gar nicht davon. Noch dahin? So, da steht noch einer und jetzt hat der Baum 2 Würfel und... Oh, guck, er wurzelt nicht fest. Er wurzelt nicht fest. So. Aber er bringt den Baum natürlich an. So, jetzt hat er einen 2 Würfelblock auf ihn da. Ich glaube, ich würde da nur wegsteppen, in die Richtung, wenn er jetzt blockt. Oh, Blitz auf den Moordancer, oder? Viele andere Möglichkeiten hat er ja gar nicht. Außer er blitzt jetzt ihn hier. Ja. Okay, dahin. Ja, komm mal mit. Und jetzt gehen wir beide zu Boden. Ja, er steht noch frei. Ich weiß gar nicht, mal jetzt schon wieder den Touchdown. Ja, ich muss auf jeden Fall vor, weil er da steht. Zugestellt. Okay, ich hätte jetzt auch dahin gehen können, aber ne, es sind ja Waldelfen. Da kann man ja nicht so ohne weiteres weglaufen. Pass. 2+2+, sehr gut. Okay. Jetzt geht er dahin und macht Handoff auf ihn, richtig. So,
So, jetzt könnte ich theoretisch nochmal blocken. Blitzen sogar. Okay. Achso, mit Tackle auf den Catcher hier hinten. Das war das Thema. Okay. Naja, dann mach halt einen Touchdown. Machen wir Touchdown Race. Wir führen 3-2. So. Und jetzt bin ich gespannt. Ja, ihr habt schon 5 Touchdowns gesehen. Hier wird euch was geboten. Gespannt bin ich da drauf, ob er jetzt versucht, auf Unentschieden zu spielen oder auf Sieg. Ja, der Jaguar macht wieder eine Wissenschaft draus. Kennt er das? So, sein Baum schlägt Wurzel. Perfekt. Aber auch in der Mitte des Spieles. Ja, er kann da dran stehen. Okay. Block 1, aber der bewegt sich dann zumindest nicht. Block 2. Alles ohne Block. Post down, da geht der Reroll raus. Ja, wenn ein Catcher 2 Würfelblocks machen will. Und diesmal steht keiner in Touchdown-Reichweite. Sollten wir das sehen? Ja, er hat den Ball. Ja, rennt. So, jetzt blockt er. Okay, der geht down. K.O. So, wo kommt jetzt der Blitz? Kein Blitz. Ich hätte vielleicht dann eher mit ihm hier geblockt und nicht so viele Leute reingestellt. So, und jetzt ist die Frage, ob ich den Stripballer auf Abfangkurs schicke oder nicht. Oder ob ich warte, was jetzt passiert. Es sieht so aus, als wenn der Jaguar wieder wartet, was passiert. Außer, dass diesmal er hier überall im Feld hinkommt. So, da kommt noch ein Blitz mit ihm. Genau, damit die Warden in seinem Feld Mitte stehen. Ist gar nicht so schlecht. Kann davor. Das ist okay. Zack, beide stehen im Feld Mitte. Das ist okay. Also, was so, brauchst du doch gar nicht. Warum? Hm, komm wieder vor. Würfelblock auf und. Ja, der geht down. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Kommt jetzt der Pass auf ihn? Hm. Er rennt los. Nee, wir sehen noch nichts. Er wurde mir angeboten, okay. Kann ich den Baum dahin bewegen? Ah.
Warum ist das kein Stärke 3 Spieler? Man weiß es nicht. Er wird dahin freigeblitzt, geht mal nicht zu Boden. Er steht jetzt in Touchdown-Reichweite. Und da sehen wir die Doppel-1. Er hier kann jetzt aber da vorne trotzdem ran. Aber bevor das ist, sollten wir hier auf ihn blitzen. Wieder nur 2 Würfelblocks. Reicht ja. Da hätte ich gefolgen müssen, ganz klar. Breit. Frei. Warum endlich mit ihm macht, jetzt verstehe ich allerdings nicht. Da hätte ich es besser gefunden. Da kommt das Bau. Jetzt hat er nochmal einen Block hier. Da hinten. So, das war sogar sehr gut, weil er jetzt nach hinten musste. Und jetzt passiert sogar noch Folgendes. Ich habe mit ihm hier... Ich brauche ja eh das Pow, weil der Tackler so weit weg steht, ne? Oder komme ich mit dem Tackler dran? Nee, komme ich nicht ran, aber er hier kommt dran. Deswegen jetzt erstmal zustellen hier, was zustellen muss. Der Baum kann ihn erstmal rauspushen. Ja, hier muss noch davor, genau. So. Ach, er. Aber er hier kann noch viel einfacher. 1, 2, 3. Nehmen wir den Reroll, kriegen das Pow da vorne hin, folgen. Obwohl eigentlich nicht folgen, ne? Naja, und der Ball scattert natürlich perfekt. Zack, ich nehme den Ball auf. Ja, das war natürlich gut, aber spannendes Spiel bis dahin, ne? Also, ich habe das nicht umsonst gesagt zu Anfang, dass hier eigentlich nur spannende Spiele passieren. So, jetzt sehen, versuchen wir da schon One-Turn-Touchdown, weil anders kann er halt nicht mehr gewinnen. Und dafür habe ich halt absolut beschissen aufgestellt. Kriege noch einen Blitz. Kann jetzt sogar noch ihn hier unter den Ball stellen. Oder an den Ball zumindest dran. Er hätte doch auch noch mit nach vorne gekommen. Er hat den Ball. Wäre er hier da durch, ja, um dahin, wäre ein... Nein.
Er geht zu Boden, Rüstungsbruch, zack, er fängt den Ball. Er hat nur noch zwei Züge, warum steht keiner in Touchdown-Reichweite? Und Gartenzwerg ist mal wieder verletzt. Da kommt der junge Mann in Touchdown-Reichweite. Blitze ich jetzt nach hinten oder nach vorne? Schieben hätte doch gereicht. Ja, wohl. Trandil auf Trandul. Hand off auf. Oh, nee. Ja? Ja, das war das Spiel. 2-4. Statistik sagt, wieder mal mehr Blocks auf der gegnerischen Seite, aber bei den ganzen Ballwerten, ja, hier, guckt euch das an. Für die Freunde der Statistik. Gut, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder beim Spiel 3.